Eine weitere Folge Pitwalk TV aus dem Technikmuseum Sinsheim als Vorschau aufs große Comeback der Gruppe C auf dem Hockenheimring. Der Gruppe C Supercup Ende August steht unmittelbar vor der Tür. Und wir haben einige Hauptdarsteller aus der alten Gruppe C-Ära wieder zu Gast in unserer nächsten Talkrunde. Franz Konrad, der als Fahrer und als Teamchef in der Gruppe C, man kann schon sagen, Geschichte geschrieben hat und Geschichten geschrieben hat. Klaus Bischoff, Mechaniker und Fahrzeugingenieur bei Porsche, von dem Mann, dessen Name wohl wie kein zweiter für die Gruppe C-Ära steht, nämlich Stefan Belloff, dem Gießener, der in einem Gruppe C-Auto zum Star geworden ist, aber auch tödlich verunglückt ist im Jahre 85. Und Ralf Jüttner als Teammanager und Mitgeschäftsführer von Joest Racing, der die Geschicke von Joest mit den Porsche 956, 962 bis hin zur Audi-Ära der LMP1 noch mit übersehen und mitgeleitet hat. Ich freue mich auf viele spannende Gespräche. Mit dir, Klaus Bischoff, möchte ich anfangen, denn wie gesagt, Stefan Belloff ist natürlich der Name, der über allem steht, wenn man über die Gruppe C aus deutscher Sicht spricht. Und er war für dich natürlich ein ganz besonderer Mensch, ein Familienmitglied quasi. Ja gut, angefangen hat es ja alles. Der Stefan fuhr ja mal Gruppe C schon beim Krämer. Und über den Manfred Janke und natürlich über den Rainer Braun, gell, haben die gesagt, er muss Werksfahrer bei Porsche werden. Gell. Er hatte aber noch ein heftiges Engagement bei Maurer mit der Formel 2 und hat dort in der Formel 2 eigentlich für unglaubliche Furore gesorgt. Am Nürburgring gewonnen, in Silverstone gewonnen, gell, nicht? Und damals dem Christian Danner seine Grenzen aufgezeigt. Gell, nicht? Und da wurde man schon aufmerksam und so kam es, dass er Ende 1982 zu den ersten Testfahrten nach Paul Ricard eingeladen wurde. Und das war schon eine unglaubliche Geschichte. Und da haben wir getestet, schon 2 Wochen lang mit dem Jaguar X, mit dem Derek Bell, mit dem Jochen Maas. Und in den letzten Tagen hat man den Stefan dann dazu geholt. Gell, ne? Und es wurde schon getestet mit der neuen Generation. Die Ground Effect Auto haben sich ja rasant nach der ersten Saison Ende 82 entwickelt. Und in Stefan hat man noch oft das alte 956-001 Auto, wo man sagt, es hatte etwa 30% weniger Ground Effect und zum Probefahren eingeladen. Gell? Der Peter Falk, damals Chef, hat gesagt, aufpassen und weh, da passiert was und wir brauchen das Auto auch noch weiterhin. Und das Auto war ja nur das Urauto, mit dem man nur ein Rennen in Silverstone damals gefahren ist, das erste, und nachher kam ja die Langhecks für Le Mans und so weiter. Jetzt war das Lustige, gell? Nicht, als das losging, fuhr der halt in der dritten Runde schon schneller wie die mit den neuen Autos. Gell? Nicht, und dann musste ich ihm schon die Tafel raushalten, dass er wieder reinzukommen hatte. Gell? Und da fing das schon ein bisschen an, das Konkurrenzgeschäft, gell? In dieser etablierten Fahrergemeinschaft. Gell? Und das war, sage ich mal, der allererste Anfang. Dann fuhr er weiterhin Formel 2 und das erste Rennen dann 83 Silverstone. Gell? Das war dann, so wie man sagt, die Reifeprüfung. Gell? Und das war eine ganz verrückte Geschichte mit Rodmans. Und wir hatten 2 Autos dort. Gell? Und das eine war X Maas und das andere Belloff, gell? In dieser Reihenfolge. Und man hat schon ein bisschen auch aufs Geld und Sparsamkeit geachtet. Es gab für jedes Auto nur einen Satz Qualifier, Reifen. Und natürlich durfte der Lokalmoderator Derek Bell die Qualifying-Runde fahren und das andere der Jochen Maas. Und das End vom Lied war, stand halt in der ersten Reihe so eine Joest-Newman-Geschichte. Gell, ne? Und daneben die andere Zigarettenmarke Marlboro, gell? Und Marlboro und Joest, das war natürlich für unseren Sponsor Rodmans in der zweiten Reihe nicht so lustig, aber die Qualifier-Reifen waren verbraten, gell? Und so kam der Shaw Roberts von Rodmans zum Peter Falk und zum Helmut Butter und hat gesagt, so geht es nicht, wir bezahlen da etliche Millionen und stehen hinter einem anderen Zigarettenhersteller mit dem Stefan Johansen damals. Und da hat man den Dieter Glotzbach geholt von Dunlop und da hat man aus 2 ausgelutschten Reifensätzen noch einen zusammengeschustert und hat gesagt, so, eine Runde geht vielleicht noch. Gell? Also eine Einführungsrunde und eine zweite und dann sind die am Ende.
Jetzt fuhr der Stefan los, die erste Runde, die zweite nochmal langsam und in der dritten Runde war er unterm Strich fast 2 Sekunden schneller wie die schnellste Qualifying-Zeit vom Rest. Gell, ne? Und damit fing eigentlich diese Werkskarriere beim Stefan dann endgültig an. Und das Rennen war nochmal eine Herausforderung. Ich weiß nicht, Ralf, das musst du noch wissen. Gell, ne? Wir standen da am Start in der ersten Reihe, Pole Position, und stand vor dem Auto und in Silverstone üblich, hinter der Startaufstellung kam eine schwarze Wolke und es fing an zu tröpfeln, aber es war nur eine schwarze Wolke und alle anderen haben noch schnell in der Startaufstellung auf Regen gewechselt. Ja, ne? Und ich stand vor dem Bellof und habe die Wolke angeguckt und habe nichts gemacht. Dann hat der Falk gesagt, was machst du denn für einen Scheiß? Gell, ne? Und dann hat gesagt, nein, der Fahrer hat gesagt, er will mit Slicks fahren, aber der hat natürlich keine Wolke gesehen. Gell, ne? Und dann hat ihn in der ersten Runde das gesamte Feld trotz der Pole Position überholt. Und in der dritten Runde war es wieder trocken und es mussten alle wechseln. Und damit war das Rennen gelaufen und der Bellof hat so das erste Rennen gewonnen. So viel auch zur Disziplin von einem Bellof in einem heftigen Regenschauer mit Slicks eine Runde zu überstehen. Gell? Man weiß ja heute, wie das ist. Und einfach die Anweisung zu befolgen, guck einfach, dass die 2 Runden hinter dich bringst und dann ist alles gegessen. Und so fing das alles an mit dem Bellof. Gell? Klaus Bischoff hat es gerade schon gesagt, Stefan Johansson ist bei Joest gefahren, sogar Ayrton Senna ist ein Rennen bei Joest gefahren. Damals waren Doppelstarts in der Formel 1 und im Sportwagen noch üblich und zweitens war die Gruppe C damals eben auch ein Sprungbrett in Richtung der Formel 1 noch, eine Art Nachwuchsformel. Formel ist es eben genau nicht, aber eine Nachwuchsklasse. Es hatte entsprechenden Stellenwert, die Gruppe C, sodass sich eben solche Leute durchaus auch bemüßigt gefühlt haben, da mal einen Fuß reinzubringen. Allerdings die Zeiten von Stefan Bellof oder auch dem Stefan Johansson oder Ayrton Senna bei Joest, das ist noch vor meiner Zeit. Ich bin 92 erst dazugekommen, das war die Zeit, als die Gruppe C, wie ihr vorhin schon mit Norbert Singer diskutiert habt, eigentlich schon so langsam dem Ende zuging. Diese Zeiten, da war ich leider noch nicht dabei. Aber es zeigt trotzdem, dass damals die Gruppe C eben einen deutlich höheren Stellenwert hatte, als der Sportwagensport ihn heute genießt. Denn heutzutage hast du ja eigentlich, wenn du aus der Formel 1 rausgehst, dann machst du Sportwagen, nicht wenn du in die Formel 1 rein willst. Das ist richtig. Damals, wie gesagt, haben sich doch einige renommierte Rennfahrer, die schon in der Formel 1 waren, auch einen guten Namen in der Formel 1 hatten, sich durchaus dafür interessiert, auch in Gruppe C Sportwagenrennen mitzufahren. Ist heute ja in der Tat leider nicht mehr so. Es geht, glaube ich, auch gar nicht mehr. Es wird gar nicht mehr zugelassen. Die Jungs dürfen ja gar nichts anderes mehr machen, als außer ihrer Formel 1. Aber damals war das durchaus noch eine übliche Multidisziplin, sagt man. Damals. Du hast dich, Franz Konrad, sehr früh entschieden. Wir haben mal eine Geschichte gemacht für die Zeitschrift Pitwalk über deinen Werdegang vom wilden Jungen aus Graz, der aus Österreich nach Westfalen gekommen ist und sich dann sehr früh entschieden hat, nicht dem Formelsport weiterzufolgen, sondern ein eigenes Team in der Gruppe C einzusetzen mit Porsche, mit vielen Porsche. Und du hast mal gesagt, der Porsche 956 war nicht das geilste Auto, was du jemals gefahren hast, obwohl du später auch den Jaguar von TWA gefahren hast. Ja, das hat sich damals einfach so ergeben. Wie Klaus schon sagte, ich bin ja mit dem Stefan groß geworden in der Formel 3 sozusagen. Ich habe gegen den Stefan und Frank heiße Rennen gefightet. Der Frank lacht jetzt gerade darüber. Aber das war nicht so einfach, gegen zwei anzufahren. Und ich muss sagen, der Stefan war natürlich auch ein Überflieger. Und ich habe dann, glaube ich, 83 war das, habe ich dann das Angebot gekriegt, das Krämer-Auto das erste Mal zu fahren. In Diepholz beim Flugplatzrennen. Und ich muss sagen, ich habe das mit Hängen und Würgen, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit ich das Cockpit gekriegt habe. Es war eigentlich gar nicht möglich, das zu finanzieren. Damals, der Krämer wollte viel Geld haben. Aber der Peter Rumpfgall hat gesagt, komm, der Franz ist unser Lokalmatador. Wir geben da, schmeißen da was auf den Markt. Und dann habe ich das Rennen gewonnen. Da war ja damals schon, wie der Singer früher erzählt hat, mit der Spritregelung. Und da sind ja am Ende, in der letzten Runde, sind die Jungs dann alle das Benzin ausgegangen. Und ich habe noch den letzten Tropfen gehabt und habe das Ding gewonnen. Und das war natürlich der Einstieg in der Gruppe C
für mich eigentlich der hat mir den Weg dann geöffnet. Ne? Ich durfte dann direkt das Rennen danach in Spa mit Derek Warwick auf dem Boss-Auto fahren bei Kremer. Da sind wir sogar zwischenzeitlich zwischen den beiden Rodmans-Fahrzeugen rumgefahren und dann sind wir leider mit überhitztem Motor ausgeschieden. Und hast dann irgendwann aber für dich die Entscheidung getroffen, wie du es auch in Pitwalk ja geschrieben hast damals, nicht nur zu fahren, sondern auch ganz bewusst immer als Fahrer und Teamchef in Personalunion aufzutreten. Ja, ich hatte sehr viele Angebote. Ich bin ja dann in Japan viel gefahren, Gruppe C in Amerika gefahren. Ich war ja dann bei Jöst viele Rennen gefahren, bei Kremer. Ich war ja eigentlich überall unterwegs. Aber ich war halt immer so ein bisschen der Selfmade-Mann und wollte auch ein bisschen selber schrauben und entwickeln. Und dann habe ich mich entschieden, auch mal ein eigenes Auto zu kaufen und habe dann eigene Gruppe C gemacht mit dem 962. Und dann kam ja leider das Verbot, dann kam ja die neue Ära mit den neuen Motoren und ja, dann die Werke haben ja nichts verkauft und dann sagt mein Sponsor damals, Wärtsilä Diesel, ja, was ist, bauen wir so ein Auto selber, ne? Ja, ich sage, gut, dann bauen wir so ein Auto, wenn ihr das bezahlt und ja, das war ja gut gesagt, aber du musst ja auch mal einen Motor woher kriegen, ne? Und dann in den alten Tagen hatte ich noch Kontakte zu dem Walter Wolf, früher Formel 1 Teamchef. Und der war ja auch mal Besitzer von Lamborghini, der sagt, ja, ich kann dir das vielleicht klar machen, dass du so einen Werksmotor kriegst. Ne? Und dann haben wir dann auch hingekriegt. Ne? Aber das war ein ziemlicher Klemmzug, als kleines Team dann in der Kürze der Zeit ein Gruppe C-Auto zu bauen. Dann hatten wir aber Glück, dass man das über England schon ein bisschen Vorarbeit geleistet wurde. Da gab es schon ein Auto, was gezeichnet war. Und dann hat sich Lamborghini eingeklinkt, damals Mauro Vogheri und Daniele Audetto, die haben mich dann da unterstützt. Und dann haben wir das Projekt angepackt und haben es gebaut. Und dann haben wir noch Stefan begeistern können, Stefan Johansen, der ist dann mit mir gefahren. Aber wir sind erst Mitte der Saison dann an den Start gekommen und haben auch 3 oder 4 Rennen gefahren, mehr schlecht oder recht. Wir hatten immer Probleme mit dem Anlasser, das Auto sprang nie an. Und, aber der Motor war sehr gut, aber wir hatten auch Ergebnisse. Wir haben in Doppelis, glaube ich, sind wir zu Ende gefahren und am Nürburgring. Die restlichen Rennen haben wir Ausfall mit Anlasser gehabt. Aber diesen Lamborghini gibt es tatsächlich immer noch. Ich hatte ja sogar gehofft, dass wir den sehen würden im August in Hockenheim. Das ist leider nicht möglich in Hockenheim, aber das Auto ist komplett restauriert. Also das Chassis steht fertig da. Lambo hat mir vor 2 Jahren gesagt, wir können dir helfen. Wir haben noch Formel 1 Motoren rumliegen, vielleicht können wir irgendwas bauen. Und dann haben wir das mein Zeug darunter geschafft, was an Motoren da war, aber die haben leider auch nichts hingekriegt. Jetzt hole ich das ganze Zeug wieder ab und jetzt muss ich mich selber weiter durchschlagen, dass ich den Motor wieder ans Laufen kriege. Aber ich habe mir jetzt so ein Ziel gesetzt, in einem Jahr wird er dann laufen. Zum Thema der Gruppe C gehört natürlich auch die schwarze Seite. Stefan Bellof tödlich verunglückt 1985. Manfred Winkelhock tödlich verunglückt 85, Joe Gardner tödlich verunglückt, Chris Nissen von einem Feuerunfall in Fuji fürs Leben gezeichnet. Wie geht man damit um? Gerade natürlich in deinem Fall mit Stefan Bellof. Ja gut, das war natürlich nicht, das kann man nicht erklären, was da passiert ist. Eigentlich wollte man alles hinschmeißen, weil man hat ja alles praktisch hintereinander erlebt, gell, nicht mehr. Waren in Mosport, gell, nicht, bei dem Winkelhock-Unfall hautnah dabei. Gell. Wir haben da selbst bei der Rettung von dem Winkelhock mitgeholfen, weil dort eben die Rettungseinrichtungen außerirdisch schlecht waren. Gell, nicht, und wurde dann mit dem Hubschrauber abtransportiert. Aber es sind natürlich Geschichten. Mit dem Manfred Winkelhock bin ich in die Berufsschule gegangen in Cannstatt. Gell, nicht. Aber das sind solche Schicksale, die eben besondere Beziehungen zu diesem Menschen hatten, gell, ne? Und dann eben diese Bellof-Geschichte in Spa, nachdem man 2 Tage abends den Ferrari-Vertrag gefeiert hat, gell, ne? Den Formel 1, den dann der Stefan Johansen übernommen hat, gell, ne? Mit dem Alboreto zusammen die Formel 1-Saison zu beschreiten. Das heißt, es wäre sowieso sein letztes Rennen gewesen, das er eigentlich nur dem Thierry Boutsen zuliebe gefahren ist. Und über den ganzen Hergang zu reden, gell, nicht, das macht keinen Sinn mehr. Gell, nicht. Das war ein Rennunfall und fertig aus, gell, so sind wir.
Es ist ganz lustig, gell? Ich habe ja mit dem X natürlich dann schon ein Jahr ein Problem gehabt, aber wir sind mal über eine spätere Zeit, mussten wir in Dubai so eine Wüstengeschichte für den Cayenne machen. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, buch dir den Flug und den Sitz neben dir und dann sprechen wir uns aus. Und nach diesem Gespräch begann eigentlich eine Freundschaft, die ich bis heute mit dem Chucky X habe. Gell, ne? Also miteinander zu reden, macht schon auch einen Sinn. Gell, ne? Und auch vor dem Unfall hatten wir kein Problem. Und dieses ganze Gerede, dass der mit dem X nach dem Abwinken in Monte Carlo, gell, wo mit dem Senna, wo sie hinter dem Prost her waren und, dass das mit Absicht gewesen wäre oder dass die sich nicht grün waren. Ja gut, dann müssten sich halt alle Formel-1-Fahrer untereinander in die Haare kriegen. Gell? Also das ist viel, viel Unsinn geredet worden. Aber faktisch, man muss einfach davon reden, was der 1984 geleistet hatte. Er wurde der erste deutsche Automobilweltmeister nach dem Krieg. Davor gab es keinen. Er wurde Fahrerweltmeister in Sandown, Australien, gell, in einer gigantischen Saison und musste sich in der Gesamtsaison auch mit den unterschiedlichsten Co-Piloten rumstreiten. Ihr habt vorher gesagt, wer fuhr alles Formel 1. Man muss wissen, dass die Gruppe C auf manchen Strecken nicht viel weit weg war von einer Formel 1 Rundenzeit. Also man weiß schon, was sich da in den Autos abgespielt hat, gell, nicht? Auch aerodynamisch. Es gab einen Watson, es gab einen Gerhard Berger. Man weiß ja, was der Gerhard von dem Stefan gehalten hat in seinem Buch. Das kann man ja nachlesen. Es gab einen Rosberg, es gab natürlich den Stefan Johansen. Und wem man da sonst noch alles so einfällt, ist unglaublich. Und es gab halt Rennen, sag's mal, wie es ist. Es war sensationell die Partnerschaft Bell. Der Derek, der da mitgespielt hat, gell, ne, und seinen Part gespielt oder gefahren ist, gell, der genau zu dem gepasst hat, was der Erfolg war. Nicht, dass man immer sagt, der Stefan hat es raus nur gemacht, gell, der Bell hat in 6 Stunden oder 1000 Kilometer Rennen natürlich schon bestimmte Funktionen übernommen, die geholfen haben zu gewinnen. Und nicht umsonst hat der X darauf bestanden, den Bell in Le Mans zu haben und nicht den Jochen Maas. Gell? Mit manchen Leuten kannst du halt nicht gewinnen. Gell, ne? Le Mans nicht gewinnen. Aber es gibt natürlich Rennen, um Weltmeister zu werden, wo das schon hart ist, wenn dein Partner fehlt. Und das war in Fuji 84 der Fall, als der John Watson einspringen musste, weil der Bell irgendwo für Geld was anderes machen musste. So hoch waren ja die damals nicht bezahlt. Gell. Auf jeden Fall fuhr der Watson schon ein Rennen in Spa mit dem Schuppan zusammen und dann hat man also schon gesagt, es gibt ein Problem. Und er war natürlich im Qualifying oder im Training, gell, Qualifying ist der Stefan dann schlussendlich gefahren, fast 2 Sekunden langsamer wie der Stefan. Gell, ne? Und auch langsamer wie X Maas. Gell? Man muss sagen, heute nachhinein, dass der Jochen Maas und der Bellof während dem Rennen fast auf einer Linie waren. Der Maas hat sensationelle Leistungen gebracht, der X nicht weniger, aber der Jochen war immer, immer beieinander mit dem Stefan. Gell? Aber jetzt hat man den John Watson, gell? Einen etablierten Formel-1-Fahrer mit einem sensationellen Ruf, der Rennen gewonnen hat, wie Long Beach und so, gell, die unvergesslich sind. Gell, ne? Und dann verzweifelt er, gell, nicht, was der Junge ihm da vorgeigt. Ne? Und dann hat man also beschlossen, man hat ja so Fahrzeiten, gell, nicht, dass also von 6 Stunden der Stefan die 4 Stunden voll ausnutzt und der andere nur 2 Stunden fährt, was natürlich schon eine ganz, ganz herbe Geschichte ist. Jetzt hat man aber nach dem ersten Boxenstopp, nach 2 Stunden, waren wir vielleicht 2-3 Sekunden vor dem anderen Werksauto. Wir sind gegeneinander gefahren, ohne Zweifel. Gell? Auch ein Mechaniker und ein Ingenieur will gewinnen. Gell? Stimmt's, Ralf? Ja. Nicht bloß die Fahrer. Natürlich. Und dann hat man trotzdem den John Watson hingestellt, als falls da je was mit dem Stefan ist. Er hätte einen zweiten Turn fahren sollen.
Und wie ich den Watson stehen habe sehen, habe ich kurz entschlossen, ihn trotzdem reinzusetzen. Gell, nicht? Und dann musste der Bellof raus und der rein, weil ich einfach gesagt habe, ich kann das so einem Menschen nicht antun, gell, ihn da zu degradieren. Und dann saß er da rein und fuhr außerirdisch gut. Gell, nicht? Und dann haben wir gleiche Fahrzeuge am Schluss zusammenbekommen und wir mussten dieses Rennen gewinnen, dass Stefan Bellof Weltmeister werden kann beim letzten Rennen in Sandown. Und wie der Watson, der ist natürlich sogar den Schluss gefahren, dann mit 5 Sekunden Vorsprung gewonnen hat, gell, ne, ich vergesse es nie, ist der zum Peter Falk hingegangen und hat gesagt, ich habe einen Wunsch, nach der Siegerehrung will ich nicht mit der Mannschaft fahren, sondern Bellof und ich und der Klaus, wir wollen in ein Lokal gehen und nur wir feiern, weil es ist mir immer ein besonderes Anliegen. Hätte er besser nicht gesagt, weil der Bellof ist gefahren, der Watson hinten drinnen im 911 und ich vorne und dann durch Gotemba in Fuji. Gell, ne? Und dann hat er nochmal ein Rennen erlebt. Gell, ne? Das sind so Geschichten, aber wie es wichtig ist, das will ich sagen, gell, bei Langstreckenrennen gegenüber der Formel 1, dass das ein Teamsport war und ist. Gell, ne? Und dass das speziell in der Gruppe C-Zeit, dass es eben Ground-Effekt-Autos waren, die fast für die ganzen Leute 82, 83 ein völliges Neuland sind. Und das möchte ich jetzt auch für Hockenheim sagen. Gell? Es ist für Amateure und für so eine unglaubliche Herausforderung, mit diesen Autos schnell zu fahren. Gell? Das möchte ich einfach da nochmal anbringen. Ja. Gell, ne? Beziehungsweise für Hockenheim sind jede Menge Jaguar angemeldet. Du bist selbst ein Jaguar von Tom Walkinshaw Racing gefahren bei den 24 Stunden von Le Mans. Das sind Autos, die dann die Ablösung angetreten haben von Porsche. Erst war der Porsche das überlegene Auto, dann kam der Jaguar und dann kam der saubere Mercedes. Und dieser Jaguar mit diesem riesigen Motor hinten drin und dieser wirklich ausladenden Optik, das muss auch für dich noch was ganz Besonderes gewesen sein. Ja, das war ein tolles Auto, muss ich sagen. Das hat auch riesen Spaß gemacht, das Auto in Le Mans zu fahren. Ich war natürlich damals ein kompletter Porsche-Mann, klar, aber das Angebot kam vom Tom Walkinshaw, das kam über den Edwards, über den Papa Edwards, Sean Edwards ist ja bekannt, Guy Edwards ist auch bekannt, war ja Formel-1-Fahrer und der hat mir den Sitz möglich gemacht und ich war natürlich total begeistert, habe das Angebot sofort angenommen und ich meine, dass sie da gewinnen mussten, war klar, die sind ja mit 5 oder 6 Autos angetreten. Nur Starbesetzung waren ja fast überall Formel 1 Piloten drin und ich durfte da mit Jan Lammers, Andy Wallace fahren und da gab es so ein paar Geschichten. Ich habe 3 Runden in Tonningen gedreht mit dem Auto vorher, bevor es nach Le Mans gehen sollte und dann habe ich gesagt, Leute, das ist ein bisschen wenig, ich möchte schon noch ein paar Runden mehr fahren, ne? Und dann sagt er, ja, wir machen Shakedown vor Le Mans in Silverstone, dann kommst du rüber, Brandl ist da, fährt den Shakedown, dann kannst du auch 1, 2 Autos Shakedown fahren, ne? Da bin ich dann nach England. Und dann, der Brandl kam nicht, sein Hubschrauber war kaputt oder was der Teufel. Und dann durfte ich alle 6 Autos Shakedown fahren. Das war natürlich für mich ein Highlight. Da bin ich praktisch den ganzen Tag mit den Jaguars da rumgefahren. Und dann konnte ich mich ein bisschen drauf einschießen und bin dann auch sehr gut mit klargekommen. Also das war schon eine tolle Geschichte. Um so eine gute Geschichte noch von Le Mans zu erzählen, ist das Jahr drauf, nach dem Jaguar-Einsatz, bin ich ja wieder Porsche gefahren, ich glaube sogar auf dem Blaupunkt-Auto mit Jost. Und da haben die Engländer gegenüber den Boxen in der Tribüne mit Bierflaschen nach mir geschmissen. Gesagt, Pharisäer, weißt du, letztes Jahr Jaguar. Voll oder leer. Das war so eine tolle Geschichte, aber war ein tolles Erlebnis, muss ich sagen, mit dem Jaguar, keine Frage. Aber der 962er war natürlich das schönere Auto zum Fahren. Der Jaguar war von der Aerodynamik nicht sehr gut, also der hatte schlechte Aero,
nicht den Ground-Effekt, was ein 62er hatte. War für Le Mans kein so großer Nachteil. Ja, der war halt schnell geradeaus, aber in den ganzen schnellen Ecken war das Auto schon kriminell, da warst du schon immer ziemlich am Limit. Und da war natürlich der 62er das tolle Auto. Ne? Das war einfach Le Mans, da hast du dich reingesetzt und das hat funktioniert. Ne? Das war toll. Also wie gesagt, auch die traurigen Geschichten da. Ne? Ich habe einen guten Freund von mir, Joe, habe ich vor meinen Augen verloren, wo er verunglückt ist und wo er verbrannt ist. Das sind natürlich die schwarzen Seiten von der Geschichte. Aber wie gesagt, das Auto, der 962, ist einfach das Maß der Dinger gewesen damals. Ne? Und bin heute sehr stolz darauf, dass ich so viele Jahre so ein Auto fahren durfte. Und toi, 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 dass ich heute noch da sitze und noch alle Knochen heil habe. Ne? Du hast in deiner Karriere die Gruppe C Endzeit erlebt. Ja. Hast dann den Höhenflug mit Audi in Le Mans erlebt. Erst hießen sie LMP 900, dann hießen sie LMP 1 bis zu diesen 1000 PS Hybridmonstern. Ja. Und machst jetzt wieder die Schleife zurück, bist nämlich auch im historischen Motorsport engagiert gewesen, im letzten Jahr zumindest, bei der Betreuung von Einsätzen von historischen 956, 962. Nein, ja. Wie kannst du vergleichen, wie der Sportwagensport sich gewandelt hat über die Epochen? Also zuerst mal die Jahre 92, 93, das waren die letzten Jahre, wo wir mit Joest Gruppe C-Autos eingesetzt haben, damals fast ausschließlich in der IMSA in Amerika. Eigentlich war damals schon im Gespräch, dass Joest mit Opel zusammen in die DTM geht. Das hat sich um ein Jahr verschoben. Wir haben dann die Zeit überbrückt quasi, haben auch auf Wunsch von Walter Dreser den Manuel Reuter dann 1993 bei uns beschäftigt, damit er nicht abspringt, weil den wollte er unbedingt für sein Opel-Werksprogramm haben. Und da sind wir dann diese zwei Jahre noch in Amerika unterwegs gewesen. Wir haben auch ein paar Interserie-Rennen noch gefahren. Und da zum Thema, die Gruppe C war fast so schnell wie Formel 1. Wir hatten ein Rennen in Zeltweg, auf dem alten Zeltweg. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, mit dem Doppelflügel, die letzte Evolutionsstufe, die wir bei Joest mit dem Norbert Singer zusammen gebastelt haben. Das Ding hatte richtig Abtrieb. Das ging wie die Feuerwehr, das Auto. Und wir sind in der Interserie immer, Joest und Krämer war immer ein beliebtes Duell. Und die Krämer Brothers, die haben auch gerne mal dann ein bisschen Ladedruck nachgelegt. Mussten wir dann auch. Wir haben mehr Motoren verbraten in den 100-Kilometer-Rennen in der Interserie als in der ganzen Saison in Amerika bei der IMSA. Aber das Auto ging auf dem alten Zeltwegkurs phänomenal. Und ich weiß, damals war der Rundenrekord vom Nigel Mansell in dem Williams Honda Formel 1. Und wir waren 2/10 langsamer, glaube ich. Also mit dem 962 Doppelflügelauto. Also so wie zum Thema, wie schnell die Autos waren. Ja, die hatten den Flügel dann hinter das Auto gesetzt. Gell? Ja, das war ein Doppelflügel. Das haben wir abgeguckt von dem Jaguar XJR14. Ja. 962 009. Ja, bei uns war es die 016 und die 011, die beiden Autos. Auf jeden Fall, der untere Flügel war eigentlich im Prinzip eine Verlängerung des Diffusors, mehr oder weniger. Also eigentlich, der hing direkt hinter Diffusor, der ja in der Höhe begrenzt war vom Reglement. Und auf die Art und Weise hat man im Prinzip den Diffusor vergrößert und dann oben drauf war der normale Einzelheckflügel. Und aber Zinger weiß das besser, der kann da mehr dazu sagen. Als ich da dazugekommen bin bei Joest, diese zwei Jahre in der Gruppe C, war das alles natürlich noch etwas familiärer, als es dann später wurde, als wir dann mit Audi in Le Mans unterwegs waren. Aber es wurde schon trotzdem kräftig gekämpft gegeneinander. Aber es war, ich sag mal, es war kein Krieg, es war eine gute Atmosphäre im Fahrerlager. Wie gesagt, mit den Krämer-Brüdern, das war ein Dauerduell, auch gegen den Franz sind wir gefahren, alles was da war, Brun, aber die Atmosphäre war trotzdem gut, finde ich. Und in Amerika war sowieso noch mal ein bisschen anders, da herrscht eine ganz andere Philosophie. Aber Singer und Jürgen Barth haben vorhin gesagt, die haben ständig das Reglement verändert, im Prinzip gab es eine BOP damals schon. Die haben Gewichte gemacht. Ich kann mich erinnern, in den beiden Jahren in Amerika habe ich im Prinzip jedes Mal, wenn ich nach Amerika geflogen bin, einen neuen Restriktor mitnehmen müssen. Ich habe nur Restriktoren gezeichnet, weil zu jedem Rennen gab es einen anderen Durchmesser.
Da waren die völlig verrückt, die Amerikaner. 36 mm, 35,5, 37,3. Da war eine Firma in Firnheim, da habe ich die bauen lassen. Die haben richtig Geld an uns verdient. Also es war damals auch schon sicherlich professionell. Dann in der Zeit später mit Audi, ab 1999 oder Ende 98, war es sicher schon etwas anders. Und es wurde dann im Laufe der Zeit natürlich viel aufwendiger. Allein die Anzahl von Leuten. Früher waren wir mit Jöst unterwegs mit zwei Autos. Waren 10 Mann. Ich als Ingenieur, so ziemlich der Einzige. Ab und zu war noch mal ein Freelancer dabei. Wir hatten von Porsche offiziell einen Motorenmann, der uns immer ausgeliehen wurde. Der wurde freigestellt von Porsche, wurde dann von Jöst mitgenommen. Und das war's dann. Die Schlusszeit mit den Hybridautos bei Audi, da war ich für die Organisation in Le Mans zuständig. Wir haben 150, 160 Mann in Büros unterbringen müssen für drei Autos. Also Wahnsinn. Kann man nicht mehr miteinander vergleichen. Ja. Es war trotzdem teilweise noch eine schöne Atmosphäre, aber da hat sich dann irgendwie der ganze Aufwand ziemlich stark verlagert in irgendeine andere Richtung. Das wurde eigentlich schon ein Wahnsinn, muss man ehrlicherweise es sagen. Es wurde schon ziemlich wahnsinnig. Und als die Hybridzeit kam, ich muss sagen, als Techniker, als Ingenieur fand ich es faszinierend, genauso wie die alte DTM-Zeit mit den Opel Calibras und den Alphas und Mercedes, die 96, 95, die Zeit. Völlig verrückte Autos, für einen Ingenieur toll, aber wenn du jetzt für jedes kleine Gebiet des Autos ein oder zwei Spezialisten dabei haben musst, ja, und du morgens, wenn du vor dem Training das Auto gar nicht mehr siehst, weil lauter Leute mit Laptops drum stehen, dann wird es irgendwann einfach zu viel. Und das ist natürlich auch eine Kostenfrage, weil die Leute, die müssen reisen, die brauchen Hotels, kosten selber Geld. Also das war dann schon, ich sag mal, ein bisschen too much. Und den Herrn Piech und den Herrn Winterkorn. Gell? Ja, die mussten wir dann auch noch einigermaßen versorgen. Wobei, das war dann fast einfacher als die anderen 160 Mann, muss ich ehrlich sagen. Und da waren auch immer ganz lustige Geschichten dabei mit den beiden. Ja, ja. Labor. Ja, das war schon gut. Aber wenn du jetzt heute schaust in die Betreuung von diesen historischen Autos, wie sie in Hockenheim jetzt fahren werden, wie stellt man sich das praktisch vor? Also, zu dem Thema würde ich mal auch noch mal was aufgreifen, was der Klaus vorhin gesagt hat. Weil er sagt, die Leute, die jetzt in Hockenheim mit solchen Autos fahren, das sind keine Profis, das sind Hobby-Rennfahrer, die wahrscheinlich das nötige Kleingeld haben, sich das leisten können und das gerne machen und teilweise auch wirklich gar nicht schlecht unterwegs sind, muss man sagen. Wenn man hier jetzt nachher mit dem Frank Jelinski spricht und den mal fragt, wie lange das gedauert hat, bis der so ein Ground-Effekt-Auto wirklich ans Limit gebracht hat. Wie soll das einer, der, was weiß ich, sein Geld mit Aktien oder sonst irgendwas verdient und das hobbymäßig macht, wie soll der das hinkriegen, an so einem Wochenende so ein Auto auszureizen? Und das Nächste, was dazu kommt, da muss man auch sehr, sehr aufpassen, diese Autos sind heute teilweise vielleicht sogar schneller, als es damals war. Weil wir haben Reifen, die sich teilweise weiterentwickelt haben. Besser, ja. Kein Spritlimit? Kein Spritlimit, natürlich. Und was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, dadurch sind die Kräfte, wenn einer mit so einem Ding am Limit fährt, und viele dieser Hobbyfahrer haben ja so Coaches, sind Profi-Rennfahrer, die teilweise immer die gleichen, die da miteinander fahren. Ralf Kellner ist so jemand zum Beispiel, gibt viele andere, die diesen Leuten helfen, die Grenzen, näher an die Grenzen dieser Autos dranzukommen. Nur muss man sich darüber im Klaren sein, die Kräfte, die da wirken, die sind natürlich so, wie sie früher auch waren. Ja, die Autos sind dann am Limit, die Bauteile sind am Limit. Und deshalb halte ich es auch für sehr, sehr wichtig, dass diese Autos, wenn sie dann bei den Veranstaltungen bewegt werden, oder ob das jetzt Hockenheim ist oder historische Le Mans, dass die ordentlich gut und vernünftig gewartet und in guten Händen sind. Und eingestellt sind. Allein schon das Einstellen der... Ja, klar, aber man darf auch den Sicherheitsaspekt nicht verlieren. Wie gesagt, wenn die mal in die Nähe der Limits kommen, dann fahren die um die Ecken. Da sind die Kräfte in den Autos so hoch, wie sie damals waren, als die Profis damit unterwegs waren. Und die Autos sind nicht dafür gebaut, dass sie 40 Jahre lang halten. Also da muss man schon auch aufpassen, dass man diese
historischen Sport, der unheimlich schön ist und den es hoffentlich noch lange, lange gibt. Aber man muss auch aufpassen, dass man mit vernünftigen Mitteln und Augenmaß macht und immer daran denkt, dass es weiterhin halt gefährlich ist mit solchen. Du hast ja selbst dann sehr einige weiterverkauft, unter anderem an Klaus Abelin. Wie macht man sowas dann, um da tatsächlich mit altem Material den Standard so hoch zu halten, dass alles schnell und sicher ist? Das ist genauso wie bei Fritzheim Auto. Wenn du so ein altes Auto aufbaust, du kriegst halt keine Teile mehr. Ne? Die noch Teile haben, die sitzen drauf wie eine Glucke, aber ne, die geben nichts ab. Zum Beispiel Reinhold Jöst, der hat Berge von Teilen, aber der verkauft dir keine Schraube. Und dann musst du halt improvisieren und anfertigen. Ich habe natürlich auch das Glück, dass ich in der Nähe, in meiner Umgebung sehr viele große Firmen habe, die für den Rennsport sehr viel machen. CB, Autosport oder Hegemann. Und da kann man dann schon Teile anfertigen lassen. Ne? Und das macht dann Spaß, solche Autos aufzubauen, ganz klar, keine Frage. Mhm. Und ich bin jetzt dabei, wie gesagt, meinen eigenen Gruppe C zu restaurieren und möchte den ja wieder flott haben. Alles soweit gut, aber es fehlen uns noch Motorenteile. Um nochmal zurückzukommen zu diesem, was du gerade angeschnitten hast, das ist ein wichtiges Thema, dass die Fahrzeuge wirklich auch gut vorbereitet sind, damit die Leute dann nicht in so ein Auto steigen und irgendwas bricht dann ab. Nur mal ein Beispiel, wenn das nicht vernünftig aufgebaut ist, weil die wirklich genauso schnell sind wie früher oder noch schneller sind, der Reifen ist besser und die Fahrer können das nicht richtig handeln. Weil ich kann mich erinnern, wir haben mit dem Gruppe C in Fuji, wo es noch keine Schikane gab, da haben wir uns den Helm an der Tür angehangen mit dem Seil, weil der hat den Kopf auf der anderen Seite rausgezogen, wenn er das nicht gemacht hätte. Die ging damals, ich glaube, sogar fast voll. Ich hatte gerade in Fuji, ja. Chris Nissen lässt grüßen, gell, ne? Ja. Der da dann ein Jahr im Krankenhaus lag in Tokio, am Ende der Gerade 10 Meter zu spät gebremst, gell, dann war alles zu spät, gell, das damalige Fuji, und das gab es ja oft, gell, da in Le Mans gab es auch keine Schikanen und so weiter. Ja. Gell, ne? Aber ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen, diese Graundefekt-Geschichte hatte natürlich schon seine Eigenheiten, gell, weil das war dem Bellof sein Vorteil. Die letzten Ground-Effekt-Auto mit Schürzen waren die Formel 2 1982. Mhm. Und den Bonus hatte der. Und die anderen kamen alle von Unterböden, die da flach waren. Gell, ne? Die Autos davor hießen 935, 936 bei Porsche. Gell, ne? Und das war schlagartig eine andere Welt. Nur zu vergleichen vielleicht mit 1969, mit 908 und 917. Gell? Da war für bestimmte Leute auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Aber faktisch ganz einfach, wir kommen immer auf diesen Downforce, auf den Ground-Effekt zurück, den man erlernen muss, um ihn zu beherrschen. Und das ist der Punkt. Gell? Und der, das kannst du wahrscheinlich am besten schildern, ja nicht einfach zu verstehen ist, weil er hat ja die Eigenart, je schneller du fährst, desto besser liegt das Auto am Ende. Du musst also quasi erstmal dich überwinden als Fahrer, zu schnell zu fahren, um überhaupt in den Abtriebsbereich reinzukommen. Ja, du musst halt das Auto sehr sauber fahren, von den Curbs wegbleiben, ist wichtig. Aber wie du eben schon angedeutet hast, der Frank hat vielleicht länger gebraucht, das zu lernen. Das haben wir nicht. Wir waren damals jung, wir haben einfach Gas gegeben und haben an Limit gefahren und haben gesehen, es geht noch mehr. Es ging immer mehr. Man hat es nicht geglaubt, was dieser Ground-Effekt von dem Auto konnte. Das war unglaublich. Also, und das hat man aber dann ruckzuck gelernt und das hat dann riesen Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich finde es ganz toll, dass die Jungs jetzt hier auf die Beine stellen, der Fritz und Hockenheim, und dass die Autos wieder ans Laufen kommen, dass die wieder alle aus der Garage rauskommen und wieder eingesetzt werden. Ich bin dabei, wenn ich es irgendwie machbar machen kann, werde ich in Hockenheim dabei sein. Ein Thema, was ich von der Technik noch ansprechen wollte mit dir, Ralf. Wir haben eine Geschichte gemacht, gerade über auch einen Gepard C1, wo Michael Lyons gesagt hat, der das Auto gefahren hat, man kann mit den Dämpfern viel mehr machen, weil die Strecken sind ebener, man hat völlig andere Dämpfer. Das heißt, allein deswegen sind die Autos schon erheblich besser zu fahren. Da kommen die Reifen noch dazu. Das heißt, hast du jetzt, wenn du dich um die Einsätze gekümmert hast im vergangenen Jahr, mehr Arbeit, als du in der Gruppe C damals gehabt hättest? Mehr Möglichkeiten? Mehr Möglichkeiten würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe halt in der Zeit relativ viel gelernt. Das kann man jetzt anwenden. Wir haben
zum Beispiel an den Autos, die wir betreuen oder die ich betreut habe, keine anderen Dämpfer eingebaut. Das sind so Sachen, die könnte man ja zum Beispiel machen, auch im historischen Sport. Sondern wir haben versucht, bei den 962er zum Beispiel, wir hatten immer die Sachsdämpfer, diese Titanfedern mit Schweineschwänzchen, haben wir immer gesagt. Da haben wir sehr gute Erfahrungen damals gemacht damit. Und die haben wir auch weiter verwendet. Also jetzt Dämpfer mit anderen Einstellmöglichkeiten nicht unbedingt. Aber auch die Dämpfer hatten natürlich Einstellmöglichkeiten. Und wenn ich jetzt eine Strecke habe, sagen wir nicht auf dem Nürburgring fahre, auf der Nordschleife, sondern ich fahre hier in Hockenheim oder auf irgendeiner neuen, frisch asphaltierten Strecke, die wirklich eben ist, kann ich natürlich auch mit den alten Dämpfern, die sicherlich überholt sind und neu restauriert sind, aber die vorhandenen alten Einstellmöglichkeiten haben, kann ich natürlich anders einstellen, als ich das damals früher hätte machen müssen auf der Strecke, wo es noch ein Rumpelacker war, sage ich mal. Da lässt sich sicherlich auch schon einiges machen. Und das Gleiche gilt dann im gleichen Atemzug auch für, zum Beispiel für Bodenfreiheit. Einstellung, ja. Wenn ich eine schöne, moderne Rennstrecke habe, die Formel 1 tauglich ist oder sogar noch für MotoGP gemacht ist, mit entsprechenden Curbs, dann kann ich das Auto auch viel tiefer fahren, als ich das zum Beispiel früher auf irgendeiner anderen Strecke hätte machen können. Und allein dadurch habe ich dann schon wieder noch mehr Abtrieb. Und da lässt sich einiges machen. Man könnte natürlich jetzt auch ganz andere Dämpfer zum Beispiel verwenden in den Autos, aber das haben wir jetzt nicht unbedingt gemacht. Motorenseitig, ich erinnere mich, dass Marco Werner mir mal gesagt hat, ihr seid da sogar ausgerückt mit denselben Motoringenieuren, die auch bei Audi in der Box die E-Promis programmiert haben. Ja gut, wir haben bei Jöst immer noch einen ganz erfahrenen Motorenbauer, der früher schon die Motoren für die 962er komplett selber aufgebaut hat. Der Michel Demont, der ist auch heute noch da. Der baut die Motoren immer noch und der benutzt auch noch die Werkzeuge, jetzt, also nicht Gabelschlüssel, Ringschlüssel und so weiter, sondern die Bosch VM2000 heißt das eine Gerät. Ja. Wir haben einen alten Telemetriecomputer, der achtet peinlich drauf. Unser IT-Mann bei Jöst ist verrückt geworden. Der braucht einen alten Rechner, auf dem nur uralte MS-DOS-Versionen laufen, damit er die Telemetrieschränke, die alten von Bosch, damit die noch tun. Epson heißt das Ding. Ja, Epson, Nadeldrucker, und da hat er alles noch. Ja? Ja, und so stehen wir dann, wenn wir die Kunden betreuen, steht er da in Paul Ricardo, war immer in der Box. Allein das ist schon für viele Leute faszinierend, weil viele haben in den Autos jetzt irgendeine Motec-Motorsteuerung drin. Nein. Der fährt mit den Original-E-Proms, die der dann auch immer noch selber ändert und umbrennt und macht. Ab und zu geht es ein bisschen in die Hose. Aber im Großen und Ganzen hat er das immer noch gut drauf und benutzt eben da auch die alten klassischen Werkzeuge, wie damals 1990, als man in Amerika oder in Spa oder sonst wo an der Rennstrecke war. Aber die gehen halt aus, die Leute, gell? Ja, sicherlich. Ich meine, man muss jetzt zur Ehrenrettung Bosch sagen, die ja diese Motronik praktisch erfunden hat über die Gruppe C, wo später dann auch die Formel 1 profitiert hat. Tagturbo ist so ein Beispiel, gell? Die als erstes. Und es gibt immer noch den und da sind wir wieder bei einzelnen Personen, den Eberhard Haberkern bei Bosch, der sich selbstständig gemacht hat, mit Erlaubnis von Bosch, der für die Gruppe C diese, auch für den Tagturbo, für die Gruppe C, diese Elektronik nach wie vor programmieren und machen kann. Und das ist ein Segen, weil das war mal ein Jahrzehnt lang, wenn du kein Michel hast, gell, alle anderen waren da aufgeschmissen, gell, nicht, weil sie den Epson nicht hatten, gell, nicht, wo man den E-Bomb draufsteckt. Gell. Aber die Boschler haben da wieder die Kurve gekriegt und der Eberhard macht das wieder. Und so ist das immer ganz auf einzelne Personen zugeschnitten, dass das überhaupt noch funktioniert. Ja. Gell, ne? Was aber dann ja nichts anderes heißt, dass sich am letzten Augustwochenende auch der Blick in die Box mal lohnt, wenn man da so ein Schauspiel geboten bekommt mit dem entsprechenden Equipment von vor 30 Jahren. Sicher. Ich meine, dann habe ich einen neuen 62er, das ist wirklich original. Wie gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, Motorsteuerung inzwischen machen viele mit Motec und so weiter. Funktioniert auch, ist natürlich auch günstiger und wenn man keinen Zugriff auf solche Leute hat, wird es vielleicht auch nicht anders gehen. Aber es gibt dann immer noch, und ich finde das klasse und ich hoffe, das bleibt noch lange so, die Möglichkeit, der eine oder andere, das ist wirklich das Auto, wie es vor, weiß nicht, 30 Jahren oder sowas gefahren ist, immer noch. Ich kann mich erinnern, schnell.
Ich kann mich erinnern, wo diese Gruppe C-Ära beendet war, hat jeder behauptet, in 20 Jahren kann mit dem Auto und keiner mehr fahren kann, ja. Und es geht trotzdem. Ja. Tatsächlich, Franz, war das so, dass man sagte, die sind eigentlich outdated und jetzt kann man sie doch noch als Evergreen, als Dauerbrenner benutzen? Ja, ich glaube schon. Ich meine, es gibt ja so viele Hobbyfahrer, die sich so ein Auto weggestellt haben und die fahren halt mit. Die fahren zwar nicht am Limit und wie Ralf schon sagt, wenn man das Equipment alles so hat und original hat, finde ich es umso schöner. Ja. Also wie gesagt, mein Auto ist auch komplett mit 1.7, alles original. Also ich werde nie hergehen und werde das Ding auf Modic oder irgendwas umbauen. Ja. Wir haben auch noch das VS20 und alles und so muss ein Auto laufen. Aber klar, die Jungs müssen sich da rantasten, aber es wird bestimmt eine lustige Sache. Ja. Ich habe gehört, es sollen zwei Autos da fahren, ne? Ja, Porsche. Zwei Porsche sollen fahren, zwei Jaguar sollen fahren. Ja. Ja, das Nissan dann, fahren. Also. Das wird dann interessant, ne? Wenn die das bisschen, den Wind ein bisschen durchtreten, ne, dann sollte das eigentlich ein interessantes Rennen werden. Ne? Sollte so sein. Und deswegen glaube ich, am letzten Augustwochenende sollte der Weg dann nach Hockenheim führen. Wir haben noch einen weiteren Talk in Vorbereitung von Pitwalk TV. Ich danke aber zunächst einmal Ralf Jüttner von Just Racing, Franz Konrad von Konrad Motorsport und Klaus Bischoff von Porsche für diese ausgiebige informative Runde. Danke, dass ihr da gewesen seid. Danke auch. Bitte schön. Weißt du überhaupt, dass es eigentlich nur einen Markenwagen Gruppe C in Hockenheim gegeben hat? Ja, weiß ich. Mhm, ich weiß auch, wer da gebrannt hat damals. Ja, wollte ich gerade sagen. War heiße Kiste, gell? und weißt du, wie man Bodenfreiheit eingestellt hat beim 956? Mit dem Singer seinem Schuh. Der Singer hat immer die gleichen Schuhe angehabt, immer die gleichen Hand. Der Schuster, den muss ich mal fragen, wer das war. Und der hat immer den Schuh vorne drunter geschoben und dann hat er gesagt, 2 mm tiefer oder höher. Das sind so Geschichten. Habt ihr doch beim 24-Stunden-Rennen gemacht mit dem Schuh auf dem Reifen? War das dieses Jahr oder letztes Jahr? Ja, aber es ist wahr. Gell, ne? Seine schwarze Halbschuhe, gell? Hätte man nicht fragen können. Gell, ne? Gut.